Der Pokémon Day kommt immer näher und dementsprechend nimmt gerade so einiges in der Pokémon-Welt an Fahrt auf. Im Zuge dessen wurden für Pokémon Schwert und Schild in den letzten Tagen bereits mehrere kleine Events angekündigt, wie zum Beispiel ein neues Spezial-Raid-Event und eine Shiny-Verteilung. Alle Infos dazu bekommt ihr in diesem Video. Fangen wir an mit dem neuen Spezial-Raid-Event anlässlich des Pokémon Days. Vom 26. bis zum 28. Februar werdet ihr in Schwert und Schild vermehrt Giga Dynamax Pikachu finden können. Ähnlich wie beim Urgel-Event letztens gibt es auch hier wieder eine besondere Challenge, denn wenn weltweit an diesem Wochenende 1 Million Giga Dynamax Pikachu besiegt werden, kriegt jeder Spieler, der daran teilgenommen hat, eine besondere Belohnung, nämlich 100 Rüstungs- und 100 Dynaerz. Doch auch für Spieler, die den Erweiterungspass nicht gekauft haben, könnte das Ganze durchaus interessant werden, da diese aktuell nur so an ein Giga Dynamax Pikachu rankommen. Ob es hier auch eine erhöhte Shiny-Chance gibt, das ist zurzeit noch nicht bekannt. Mehr Infos zu dem Event folgen dann nächste Woche. Nach Katy Perry beginnt nun die nächste musikalische Kooperation seitens der Pokémon Company. Denn Post Malone wird am 28. Februar ein Konzert im Rahmen dessen geben, welches auf YouTube und auf Twitch gestreamt wird. Ich als Post Malone Fan freue mich ja sowieso schon auf diesen Tag, doch auch für die Schwert- und Schildspieler wird es noch ein kleines Extra geben, denn es wird ein besonderes Pikachu in der Zeit vom 25. bis zum 28. Februar online verteilt. Dieses Pikachu wird erstmals über die Attacke Gesang verfügen und ja, ich weiß, es ist schon wieder eine Pikachu-Verteilung. Sicherlich können viele von euch die gelbe Elektromaus mittlerweile nicht mehr sehen, aber sehen wir das Ganze einfach als kleines Extra zu diesem sicherlich sehr coolen Konzert. Eine weitere Pokémon-Verteilung findet gerade über die Website von GameStop statt. Dort könnt ihr euch nämlich einen Code für ein Shiny Riffex besorgen. Dazu klickt ihr einfach einmal auf den Link in der Videobeschreibung und gebt dort eure E-Mail-Adresse ein. Der Download-Code für das Riffex wird euch dann per Mail zugesandt. Abgesehen von seiner Shiny-Form verfügt dieses Riffex außerdem über die Attacke Hochspannung, eine Attacke, die Riffex nur über die Rüstungsinsel erlernen kann. Wer also den Erweiterungspass nicht hat, der wird hier auch eine besondere Attacke auf diesem Riffex haben. Außerdem trägt das Riffex ein Halsspray als Item. Dieses Item erhöht den Spezialangriff von Riffex, wenn es eine Lärmattacke einsetzt, wie zum Beispiel Overdrive oder Überschallknall. Das bietet sich also sehr gut auf diesem Pokémon an. Ihr habt einen Monat Zeit, um euch dieses gratis Riffex auf der GameStop-Website zu besorgen. Das Event endet nämlich am 19. März. Doch all das ist sicherlich nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns nächstes Wochenende dann zum Pokémon Day erwarten wird. Für mehr Infos rund um den Pokémon Day, klickt gerne auf eines von diesen beiden Videos. Lasst gerne eine positive Bewertung da, falls es euch gefallen hat, und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann bei einem neuen Video wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.